Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir bauen ja schon seit einiger Zeit hier an unserer schönen Base mitten auf dem roten Planeten und haben hier schon mittlerweile so eine Kolonielinie gezogen, weil ich zu diesen Edelmetallen wollte, die hier hinten sich verstecken und natürlich übelst hier befinden. Und deswegen ziehe ich hier so eine ewig lange Base-Linie rum. Aber langsam wird's, wir verschönern uns. Hier wird's auch lustigerweise schon immer wieder ein bisschen mehr grün. Was natürlich auch schön ist. Gebäude mit erschöpften Vorkommen. Er ist fertig. Bedeutet, ihn können wir jetzt ausschlachten. Er muss weg, er ist kaputt. Er kommt weg. Wie weit ist denn deine Reichweite? Bis da unten, bedeutet, ich kann bis da unten rein theoretisch meinen nächsten bauen. Das ist gut zu wissen, weil ich brauche ja wieder einen. Und dann kommt nach da unten der Betonextraktor hin. So. Keine Kabel, die kriegst du noch. Keine Sorge, da sind wir nicht haperig. So. Brauchen wir 2 Millionen für 50 Holz? Ja, die brauche ich nicht. Aktuelles Wasser bei minus 2, wieso das denn? Irgendwas passt schon wieder nicht. Ich sehe, ich rieche das. Die sind schon wieder im Reparatur. Oh. Das ist das Problem. Ich brauche halt Maschinenteile die ganze Zeit da oben. Und ich muss die da und schieben. Und ich will halt nicht dauernd Reparatoren hochschicken. Das sind halt so Sachen, die mir so ein bisschen auf den Geist gehen. Deswegen verliere ich auch dauernd Wasser, aber ich habe ja zum Glück doch einen nicht schlechten Vorrat insgesamt. Metalle haben wir gar nicht hier auf Lager. Das ist ungut. Wo soll er denn wieder so ausladen? Damit wir unsere Pumpen wieder reparieren können. Danach brauchen wir trotzdem noch 170 minus, aber wir stehen gut da. Die Verbindungen stehen, okay. Dann würde ich sagen, in der Seniorenheim. Bietet Ruhe, ruhende Bewohner regenerieren schneller. Ich würde sagen, wir geben unseren Minenarbeitern hier auf jeden Fall ein ordentliches Plätzchen. Kostet Freizeitpark schwerelos. Der kommt hier rein. Zwischen so eine Sicherheitsstation. Sanitätsposten brauchen wir natürlich hier auch. Es gibt nur diese großen Fitnessplätze, kann es sein? Kleiner Kunstladen, Lebensmittel, kleiner Lebensmittelladen, kommt hier auch direkt an den Eingang. Und deiner kommt eher wieder hier drüben hin. Dann würde ich hier hinsetzen noch. So, lassen wir das mal fürs Erste. Kann man hier sowas wie eine kleine Wohneinheit reinbauen? Wohnquartier? Dann kommt sowas hier rein. Nur was Kleines. Weil sowas stört ja keinen jetzt unbedingt. So. Sektor scanned. Zwei Anomalien gefunden. Oh. Wo ist mein Erkunder? Resources are low. Er ist unterwegs, okay.
Ressourcenlage stand niedrig für Metall und Maschine. Ja, der ist nicht wirklich hoch, der Bestand, den wir hier haben. Freie Arbeitsplätze 70 habe ich noch. Boah. Ist natürlich schon heftig. Bedeutet, wir werden hier doch nochmal Apartments reinklatschen. Was habe ich da hinten? Ein Amphitheater. Okay, cool. Das ist halt eine Uni, die wir haben. Hier ist eine Schule und irgendwo vielleicht eine Uni hingesetzt. Forschungslabor, hier. Dann haben wir halt Forschung, Mitarbeiter der Forschung. Ich glaube, wir holen uns mal jemanden. Passagierrakete. Ich hätte gerne jetzt einen Filter aktiv, der mir für die Spezialisierung Wissenschaftler bevorzugt. Und Geologen. An. Wissenschaftler, Geologen, Geologen, Geologen. Oh, schön. Genauso wollen wir das. Die startet. Wenn ich die Bohrer hier vielleicht auch viel mehr fahren lassen, die bringen wir raus. Was brauchen denn die hier hinten, damit das läuft? Tun. Dann hol du mal was aus den Lagern hier. Research complete. Belohnung: 20 Workaholic-Ingenieur-Bewerber. Okay. Wir können meinen Transport auch wieder rumfahren lassen, der hier einfach die Sachen erforscht. Forschung abgenommen: ein Riesenlager. Oh, oh, you didn't say that. Oh, wo ist es? Wo ist es? Wo ist das Lager? Riesenlager. Ich weiß, es wird hier jetzt irgendwo einen Platz geben, wo nur Lager sich befinden. Effekt, die folgenden Technologien sind auf dem erschienen. Forschungsanzeige erfüllen. Wir wurden wieder Sachen freigeschaltet. Lagerkomprimierung ist hier frei. Mikroherstellung. Neues Gebäude, Elektrofabrik. Ah, jetzt kann ich die dann selber bauen. Okay, okay. Genanpassung. Schaltet die Farmen und Hügelkunden neue Nutzpflanzen frei, die bessere Erträge liefern. Das ist natürlich schon geil. Schaltet interplanare Projekte. Schaltet folgende Sozialprojekte frei. Treibhausgase importieren. Verbessert die Atmosphäre. Die Eisasteroidenfänger mehr Wasser, die sie in der Planetenschicht verfügbar sind. Aha. Staubabstoßung. Solange die Solarkollektoren geschlopft werden, sie schrittweise vom Staub befreit und müssen dadurch seltener gewartet werden. Ist natürlich auch schon geil, ne? Aber wir wollen in der Robotik vorum. Ich will unbedingt in der Robotik mein blödes Ding bekommen. Bedeutet, rein theoretisch habe ich doch im Lager auch, oder wo ist das jetzt, Lebenshaltung? Den großen Wassertank und den großen Sauerstofftank. Sauerstofftank. Den müsst ihr mir jetzt bauen, meine Freunde. Ich brauche den. Ich will die haben. Ich will die haben, weil da passt auch so viel Sauerstoff in alles rein. Einfach der Vorteil halt da dran ist super. Ich wollte, dass du das hier mal nach hinten bringst, damit wir dann die Rakete runterholen können. So, da passt jetzt Kapazität 1000. Bitte was? Ich kann 1000 Sauerstoff lagern. 1700. Holy shit. Der reicht allein für 7 Sols. Und das Wasser ist noch nicht mal gemacht. Das Wasser kommt jetzt noch. Okay, die Wohnungen stehen schon mal. Die kleinen Sachen lasse ich denen auch noch schnell fertig bauen. So, okay, und jetzt tun wir die Rakete runter.
Personenlandeplatz freimachen. Neue Marsbewohner landen. Die Marsbewohner sind da. Huhu. New colonists have arrived. So, direkt sollten wir eigentlich eine neue Mitarbeiter hier auch kriegen. Perfekt, Metall ist bummvoll. Wir hätten hier hinten Mitarbeiter mittlerweile, aber wir haben keine Stromanbindung. Ha, ich bin doch doof. Sektor scanned. Ich schalte natürlich die anderen Schichten auch alle frei, weil wir brauchen Schichten. Und dann gibt es natürlich noch den Kuppelarbeitsplatz, den wir brauchen dazu. Der ist natürlich zu finden unter... hier drunter. Eine kleine Elektronikfabrik. Das Haus ist immer noch bummleer. Hier sind aber Leute eingezogen, das ist cool. Jetzt geht's los. Die Dinge verstärken wir gleich. Das tun wir mit den beiden hier auch. Damit das Zeug besser dasteht. Können wir mit der Kuppel auch irgendein Upgrade machen? Ich glaube nicht, ne? Dann stehen die besser da. Und 25% mehr Produktion, das ist doch super. Wir kriegen jetzt mittlerweile auch hier schon Edelmetalle. Ah, wir haben wieder mal eine Runde Nahrung erhalten. Sind wir natürlich der Zahltag so ein bisschen. Wenn wir das so sehen, so. Das ist unsere Hauptrakete hier vorne. Wir haben jetzt eins gesammelt. Bis wir wirklich da mehr haben, das dauert natürlich alles lange. Dinge sind versteckt, das ist gut. Wir machen einfach eine mittlere Schicht. Jetzt auch noch eine Schicht. Ihn schalten wir auf die Nachtschicht. Ihn schalten wir auf die Tagschichten. Du startest wieder. Die Anomalie-Scan, die wir hier haben. Lassen wir das Ganze hier frei scannen. So. Minus 2 Wasser, weil wahrscheinlich wieder irgendwas nicht funktioniert. Die Dinger sind so unfassbar. Ekelhaft. Das war ein guter Treffer, das muss man lassen. Wie schaut's mit unserem Maschinenteil? Ach, guck mal, ich hatte ja sogar schon ein Ding von denen. Schalten wir ein, das muss nur repariert werden. Das läuft durch. Und produziert pro Zoll 1,1. Das ist ja so gut wie nichts. Aber es ist etwas, kann man auch so sehen, ne?
dann lasse ich ihn da oben alles ausladen. Dann kann er wieder reparieren. Gut, dass wir da oben gleich scannen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilchen heiße. So. Automatisches Lager. Neues Gebäude. Warte, ich habe das eine große Lager noch gar nicht. Mehrere Lager in einem großen. An Ressourcen gelagert werden. Es fehlt noch ein bisschen was. Ich würde es ja vorstellen, mal das nächste hier freigeschaltet. Wenn ich hier mein Ding habe, bin ich total happy. Dann mache ich die ganzen anderen Sachen, hole ich nach. Dann hole ich meine Durchbrüche hier. Hole ich alles nach. Aber ich will bloß diese blöde Drohne haben. Die Drohne, die brauche ich so dringend. So, wir werden jetzt alles langsam selber reparieren können. Wasser kann sich jetzt schön aufpumpen. Unser Polymerlager ist relativ leer. Landschaftsbau Nanomaschinen. Landschaftsbauprojekte kundet Drohnen aus und gehen alleine schneller voran. Auch interessant. Der ist fast fertig. Das wird alles. Ich glaube, wir müssten irgendwo die Drohnen jetzt kommen. Also es kann ja schon nicht mehr sein, dass ich die Drohnen nicht mehr finde. Da glaube ich schon niedrig. Research complete. Automatisiertes Lager. Yes! Oder? CS2. Neues Gebäude Shuttle Hub. Genau das brauche ich. Dringend. Braucht halt auch extrem viel Forschung, aber ich kann es euch sagen, es ist sowas von nützlich, die Dinger zu haben. Die Verteilung geht um Eiler. Das ist, was ich mich interessiert, was habe ich jetzt da für ein komisches Lager freigeschaltet? Nur für spezielle Lager, das sind doch die. Das sind natürlich so große Metalllager und alles. Das Metall haben wir jetzt aber ordentlich wieder. Produktion pro Soll, da sind wir ganz gut dabei. Ich glaube, ich muss gar nicht mehr brennen. Das erste Problem sind die hier. Wir machen das hier hinten vielleicht mal ein bisschen attraktiver auch. Bauen hier ein Teilchen. Was gibt es noch Ansprechendes? Das ist ein Außengebäude, okay. Intelligentes Apartment, nee, das habe ich nicht. Eine Weltraumbar kommt hier hin. So. Ja, das sind zwei sehr niedrige Lagerstände. Hier müssten ein paar unser Edelmetall liegen. Unser eines, das wir bis jetzt besitzen. Halleluja. Nee, wir brauchen das ja auch gleichzeitig. Da war was. Das wird ja gleichzeitig verbraucht. Hier scheint mittlerweile die Lager schon voll zu sein für Minen. Eine Kuppel ohne Lebenshaltung? Warum ist die Kuppel ohne Lebenshaltung? Wir haben 1600 Strom auf Lager. Irgendwas ist da jetzt schief gelaufen. Hä?
Warum ist die Kuppel ohne Lebenserhaltung? War hier irgendein Problem an der Verbindung? Als Sicherheit brauchen wir noch eine zweite Stromverbindung einstellen. Eine Sicherheitsstromverbindung sozusagen. Eieieiei. Das heißt, wir schalten hier vorne die Fabrik einfach nur ab. Was für Leute arbeiten denn da drin? Was ist denn das? Es ist ein Ingenieur. Wir bräuchten vielleicht noch ein paar Ingenieure. Haben wir denn auch eine Passagierrakete für Ingenieure? Filtern. Stärken. Zurück. Und dann brauchen wir Spezialisierung. Nehmen wir das mal raus. Und ich hätte gerne Ingenieure und Botaniker. Das wäre gerade so, was mich freuen will. Ingenieure und Botaniker. Nächste Rakete starten. Dann brauchen wir noch so eine Außenfutteranlage. Sektor scanned. Haben wir denn noch einen Kuppelplatz? Ja, haben wir. Eine offene Form ist doch auch was Cooles. Ich glaube, ich muss dem da oben noch die andere Aufgabe jetzt geben. Baut mal das Ding. Ich will sehen, wie das ausschaut. Schaut schick aus. Schaut sehr, sehr schick aus. Jetzt hat das aber irgendwie keinen Strom. Nicht genug Strom. Warum nicht genug Strom? Dann, irgendwie haben wir hier wohl eine schlechte Stromverbindung, kann das sein? Breakthrough discovered. Hier ist doch irgendwas schief. Milestone achieved. 100 Sekunden und fertig der Komprimierung. Ja, aber warum fällt meine Kuppel aus? Ich baue jetzt hier noch ein paar große Windräder. Nicht, dass da irgendwas dran hängt. Hunderte Kolonisten, scanne alle Sektoren, alle Sponsorenziele. Grabe einen See. Erster Regen. Temperatur steigt aber ordentlich an. Was aber wahrscheinlich dem hier auch hilft, oder? Denke ich mal. Ist der Wassertank bumm voll? Jollol. So, die Nullisten kommen wieder. Aufmerksamkeit wird verlangt. Haben wir erfahren, dass ein herausragendes Mitglied unserer Kolonie seit seinem Angriff auf dem Mars ein Spion. Schenken wir seinen Zugriff auf sensible Positionen ein und lassen den Spion sein Leben friedlich weiterführen. Nee, nee.
Wir nutzen das schamlos aus. Schamlos. Sollte endlich die ganzen Farmen auch mal voll besetzt sein, hoffe ich. Auch nicht voll besetzt. Wo sind die dann die ganze Zeit, die Leute? Hier sind auf jeden Fall schon einige drin, das ist positiv. Wir müssen ja Essen jetzt erschaffen. Hier sind ein paar drin. Die Produktion läuft. Aha, einige sind jetzt noch hier gezogen, wie es scheint. Ingenieurstadt. Wir starten wohl trotzdem auch hier über Rasen. Vielleicht will ja jemand anfangen. Meteor incoming. Eintreffen. Einschlagort, okay. Ich wollte ihn gerade noch starten lassen, aber okay. Du startest wieder. Und du startest auch. Langsam werden wir die Patches alles grüner. Schaut euch das an, es wird viel grüner. Voll schick. Wir haben fast keine Maschinenteile. Ich würde gerne hier mehr Mitarbeiter sehen. Ah, schon. Sobald ich sage, hier ist hohe Prio, jumpen sie mir hier rein. Dann ist das Ding hier ein bisschen voller. Du arbeitest aber trotzdem weiter, oder? Ja. Ich mir auch noch eine Schicht frei. Sektor scanned. Oh, jetzt ist hier eine weggelaufen. Finde ich aber uncool. Neue Anomalie gefunden. Mein kleiner Roboter, du hast hier wieder was zu suchen. So, wie schaut es mit der Forschung eigentlich aus? Schaut gut aus, wir kommen gut voran. Gut vorankommen, wa? Da bin ich schon relativ zufrieden mit, wenn es so weitergeht. Wir begrünen langsam die ganze Oberfläche. Vielleicht können wir ein paar Seen in Zukunft ausheben. Ich würde den gerne als See lassen oder sowas. Also ich würde den ungern jetzt verumgestalten. Aber wenn es sein muss, muss es sein. Noch ein... Holy shit. Das ist die Sache, wenn das da oben ausfallen anfängt immer wieder. Funding received. Jetzt mit 40 Millionen, okay. Ach, weil ich das Edelzeug exportiert habe jetzt gerade. Warum ist... Neue Technologien können wir vorstellen. Betankte Extraktion Atomakkumulatoren. Das sind die riesigen Speicher. Und Fertigteilkomprimierung. Alle Spitzen können als Fertigbauten auf der Erde bestellt werden. Okay. Und betankte Extraktoren. Extraktoren-Upgrade. Betankte Extraktor. Plus 30 Positionen, solange das Gebäude mit Treibstoff versorgt ist. Okay. Also kann ich die Dinger bumm voll machen in dem Fall. Das ist interessant. Haben wir noch irgendwas vorstellen muss? Lass mal doch mal hier dann oben erforschen. Ich will die Drohnen, weil dann kann ich hier oben das endlich alles nur noch per Dropdown-Schiff machen. Und meine Dings halten eh ein paar Zolls durch. 7 Zoll, 6 Zoll, das reicht ja ewig. Das reicht ja ewig. Metalle haben wir, wie es erscheint, auch ordentlich mittlerweile. Also, die Lager strotzen vor Metall. Und das ist auch gut so, weil Metall ist echt eine gute Wirtschaftssache. Dafür gehen unsere Maschinenteile ordentlich flitten, wie scheint aus. Weil die Produktion zu niedrig ist. Gesamte Produktion 62,8. Täglich geschätzt 1,8. Zwei extra... Oh no, ihr seid... Nicht mehr nützlich für uns. Das war das letzte Metall, was wir hier rausgepumpt haben. Als nächstes müssen wir hier oben die Ding freischalten.
die Fläche freischalten. Jetzt braucht man Schienenteile. Hahaha. Kommt vorbei, wir brauchen Mitarbeiter. Ich will hier keiner arbeiten, außer in der Tag- und Abendschicht. Jetzt geht's wieder voran. Jetzt sind es langsam wieder Leute, schau an. Kommt rein, jawohl. So macht man Geld. Das Ding kriegt auch Prio und jede Schicht freigeschaltet. Aber wie grün das mittlerweile wird, das wird voll grün. Was mit denen wahrscheinlich, weil kein Lagerraum voll ist. Dann gibt es für euch den ersten großen Lagerraum, der mittendrin platziert wird, weil immerhin ist das so die wichtigste Ressource bei uns. Wir schicken den Forscher mal wieder nach Hause. Ah, der kostet Maschinenteile. Oh, da müssen wir wohl mit Maschinenteilen, ne? Frachtrakete. Irgendwie funktioniert meine Arbeit mit Maschinenteilen noch nicht so ganz. Das ist nicht gut, Leute. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wo wir dann hoffentlich einen Schritt weiterkommen und endlich unsere fliegenden Drohnen haben, uns die Verteilung um einiges vereinfacht werden. Also, bis dann. Ciao.